Okay, ein herzliches Willkommen zu meinem Let's Play Medal of Honor 2010. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Let's Play, mal was Ungewöhnliches von meiner Seite. Aber was soll's. Wir können es ja sonst nichts. Gleich zu Beginn, die Cutscene am Anfang werde ich überspringen. Da habe ich keine Lust drauf, weil mir es zu lange dauert. Das ist zwar sehr selfish und so, aber egal. Ja, ich spiele das Medal of Honor nicht blind. Christ, Rabbit, turn that shit off. Gonna get bumpy. Warum auch immer, aber ich habe jetzt die Musik nicht gehört. Ich hoffe, ihr habt sie gehört. Ich musste schon meine Ingame Lautstärke musste ich jetzt schon so runterdrehen, damit meine Stimme überhaupt zu hören ist. Ich hasse mein Headset, ich hasse mein Mikro, ich hasse einfach alles an dem blöden Headset. Ja, aber solange wenigstens das Let's Play jetzt langsam funktioniert, bin ich zufrieden. Ja. Salamuna. Salam. Jetzt habe ich keine Ziere. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, da bin ich mal kurz AFK. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Scene bis jetzt. Die geht noch eine Weile. Bin gleich weiter. Gut, hätten wir es auch geklärt. Ah, gut, ich bin bei den Schafen angekommen, das ist gut. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Jetzt muss ich mir schon Zigaretten stopfen, weil wir haben es nach Ladenöffnungszeit und ich habe keine Lust mehr zur Tankstelle zu laufen und ich habe keine Zigaretten mehr. Nachdem die Sequenz fertig ist, werde ich erstmal diesen Take des Let's Play beenden, damit ich dann im nächsten Take schöne 10 Minuten fürs Gameplay habe. Ich muss dazu sagen, dass ich das Medal of Honor 2010 sehr gut finde. Ich bin jetzt ein Singleplayer. Im Gegensatz zu Airborne. Nur die ersten Level sacken ein wenig. Aber es geht auch vorbei. RPG on the road. We got a truck blocking us in on a 6. Got it. Chechens. Sehen wir uns im nächsten Take. Bis dann.